Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des LS19 Kleinstellhof mit Fragen. Alles schön. So, wir sind am Lagerwagen fahren und der Ossi, keine Ahnung, hat er für eine Scheiße gebaut. Ey! Ja, warte, jetzt. Unser schöner Hof jetzt zumüllen. Oha. Big Packs. Oh ne. Kann man am besten noch drei Ladewagen, drei Dungerspar voll. Ne, wir haben ja noch 6000 Liter hier rumstehen. Ja, dann. Reicht nicht. Reicht das wirklich nicht. Hast du den Dünger? Achso, den Dünger, der steht da noch rum. Ja. La 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 la. Ich habe eigentlich noch kein 700 Euro dran. Weiß ich nicht. Gut, das muss ich dann gleich mal machen. Nein, ich habe kein Geld. Ich habe nur 10.000. Wow. Ich kann Sonnenblumen machen. Hä? Wieso haben wir eigentlich zwei? Nee, hä? Lol. Hier steht am einzigen der Förster ist das Saatgut und ich fülle da Dünger auf. Ja, ich weiß, das ist voll komisch geschrieben. Was sollen wir machen? Mit welchem Gebiss denn? Ja, das ist das kleinste Problem. Sicher? Ja, wir spätestens nach dieser Ernte. Ja, stimmt. Hm. Das Kappa, das für 6 Meter würde ich dann mal nehmen, oder? Ja. 38.000. Das hält man jetzt schon. Ja, Lotzen. Das will ich jetzt nicht kaufen. Okay, ist das früh gefreut. Hm? Die Game-Offen, also die Bildschirmaufnahme und die Game-Aufnahme, da verändert sich eigentlich fast nichts. Das liegt generell an LS irgendwie. Cool, ich kann das kleine Feld, wo ich bin, auch noch gleich kalken. Weil wir haben nämlich, weshalb ich gerade eben auf Sonnenblumen keine Ahnung raus war, wir haben festgestellt, dass Sonnenblumen minimal effizient sind. Minimal nur. Was haben wir verkauft? Ich glaube 50.000 Liter knapp. Und dafür haben wir so um die 100.000 bekommen. Ja. Was ist 40 sogar? 40.000 Liter? Ja. Ja, 40.000 Liter, da haben wir irgendwie so 150.000 oder so für bekommen. Preise sind. Ah, die Preise sind ja hier ganz anders da. Die Preise für Sonnenblumen sind hier sogar schlechter als die für Sojabohnen. Ach, juhu. Anders wieder rausgeflogen. Bin wieder zurück. Ja. Und immer noch beschäftigt. Ja, also. Und da drehst du schon wieder im Kreis. Ich finde diesen Bug voll witzig, wenn du rückwärts fährst, dass der da immer so schön quietscht. Ich weiß zum Glück nicht. Wo bist du denn? Ach da, ah, komm doch mal da unten lang. Ah, die Wiese muss auch noch gedüngt werden, ne? Ja. Muss ja wirklich. Jetzt nicht wundern, wieso ich immer zwischen diesen beiden Wiesen wechsle, das ist scheißegal, welche Wiese ich jetzt zuerst habe. Nein. Doch? Nein. Ja, doch. Okay. Kommt der Bildung oder den Berg hoch? Weiß ich nicht. Ja. Kommt der. Acht. Gut.
Ist eigentlich das mittlere, also wenn man Numpad 9 drückt, ist das dann aus, wenn es grün, gelb leuchtet oder wenn es grau ist? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, wenn es grau ist, ist es aus. Okay. Ja, doch, das habe ich heute auf Dennis Marsch getestet. Hatte Hä? mit einem Fan. Auf Feld 16 ist Unkraut? Habe ich auch nicht verstanden, aber ja, das eine Einstreifen Unkraut. Boah, Junge. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Was haben wir denn da letztes Mal angestellt, dass das so Unkraut ist? Keine Ahnung. Könnte jetzt aber auch an dem Upgrade auf Patch 3 liegen, weil du kannst ja zum Beispiel jetzt auch, wenn du versuchst, normalerweise kannst du ja jetzt in Patch 3, also 1.3, kannst du ja jetzt Gras halt so mit diesem Bodenbearbeitungstool setzen. Ich könnte mit dir wetten, dass das nicht funktioniert, weil das habe ich auf der NF Mark auch. Ich kann es kurz ausprobieren, aber. Ich habe es auf der NF Mark ausprobiert. Und da ging es auch nicht. Weil wir die Okay. Map halt in der 1.2 ja erstellt haben. Also. Und dann hat sich das halt nicht geupgradet. Hier in der Ecke, da sollte eigentlich eh Gras stehen. Ja. Also, du müsstest jetzt eigentlich die Map komplett neu anfangen. Nice. Weil man kann die XML-Dateis ja. Dateien ja Mm. mitnehmen, aber trotzdem fände ich das irgendwie scheiße. Mm. Wir spielen jetzt einfach mit den Sachen so weiter, bis halt. Auf der neuen Map dann irgendwann. Ja, danke, KI-Verkehr. Bitte. Ja, und dann haben wir ja die Standards von dem Update dann hoffentlich. Dann ist dann vielleicht noch eins draußen. Standard so eine neue Map. Genau, 2 Tage da drauf und dann. Genau. Also dann bin ich ganz ehrlich, dann machen wir noch 2 Tage hier irgendeine Scheiße auf der Map. So. So, das erste richtige Feld ist fertig. Oh nö, dann kann ich jetzt gleich hinter dir herfahren. Wollte gerade sagen, warte auf mich, aber ich bin wahrscheinlich sogar schneller. Nee, glaube ich nicht. Ich muss ja schon fahren zu Feld 16. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich bin jetzt unten an dem Kiesweg Ja, angekommen. nö, dann. Fan. Also ich habe das Gefühl, dass mit dem Motor, das haben sie nicht gefixt mit den Drehzahlen. Oder angeblich sollte da auch der Sound auch komplett geändert sein. Also ich habe es irgendwo gemerkt. Doch nicht. Alles klar. Ei. Ja, hey. Du Scheiße, wenn man richtig ist, Düngerkatastrophe, sag ich jetzt mal. Warum Düngerkatastrophe? Auf unserer kleinen Feld sind 2 Düngerstufen, auf Feld 21 ist 1 Düngerstufe, Feld 16 sind 2 Düngerstufen. Feld 16 ist voller Unkraut. Hä, aber wieso sind da die Düngerstufen so unterschiedlich? Keine Ahnung, das ist. Im Feld 13 ist kein bisschen gedüngt. Wie gesagt, also das Unkraut, das war ja Okay. letztes Mal, wo wir hier drauf waren, war das ja noch gar nicht da. Das ist jetzt, denke ich mal, alles gekommen durch Patch 1.3. Ich bin ja froh, dass alle Schwaden und das noch liegt.
Alles gerade, er verbraucht gerade 92 Liter. Verbraucht 50. Und der hört sich an, als ob der auf 2200 drehen würde, obwohl der nur auf 1080 dreht. Mal auf Oder auf 1880. bei mir auf 1,8. Bei mir dreht er auf 1880, also. La 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 la. Wären da eben nicht mal komplett rumgekommen. Achso. Bei dem Heu. Wo kippst du das ins Silo oder Noch kill ich den Silo, ja. so. Ja, was soll ich denn nun tun? Weiß Und schon wieder voll. nicht. Also langsam sollten wir uns einen größeren Ladewagen anschaffen. Hast du eigentlich schon die große, wie ist es schon fertig, Feld 1? Nee, gar nichts. Achso. Ich habe nicht mehr die kleine Wiese fertig. Achso. Ich fahre jetzt immer nur außen rum und sammle erstmal das Heu weg. Hab zwar eben auf der einen Wiese nur eine Bahn gedreht, aber. Ey, cool, sagst du, wie der Kalkstreuer so weiß. Jetzt. Du hättest die Solitär 12 angucken sollen. Die Lemken. Die Ja. sah richtig ja gut aus. Boah, das sieht übelst geil aus mit dem. Ich weiß auch nicht, ob die Sämaschine immer noch so aussieht. La la la. Und na, die ist mittlerweile wieder braun. Hä, ist das jetzt? Okay, Feld 13 ist auch voller Unkraut. Ich glaube, es ist ein Patch gekommen. Weil ich bin nämlich meine so gerade mit der Spritze da drüber gefahren. Ja. Naja. Also Ich besser glaube, als wir haben nicht mal gespült. gespült. Ah ja, okay. Wahrscheinlich hat er die Rettungspalette endlich weg. Nee. Ich hätte nicht mal umgeschrieben, dass da nichts drin ist. Die ist immer noch da. Die reine Palette. So. La la la. Also ich bekomme es mit Hunger. Lieferheld. Was? Lieferheld. Einfach zu bremsen, nö, ich gebe immer weiter Gas. Ich muss ja gucken, wann hier die da liefern. Die... Nee, ah, geöffnet ist Subi. Lol, ich hab grad mal 10% verloren, noch nicht mal. Und schon gleich mit allen Feldern fertig. Haben die das auch gefixt? Irgendwas stand da, dass die sowas gefixt haben, ja. Okay, der Kalkverbrauch finde ich gut, wenn die das gefixt haben, weil das war ja extrem Ordentlich, viel. ja. Ah, Dünger? 10% nur? Ein bisschen wenig, Das sind gerade mal ja. 100 Liter. Und nicht bei 100 Liter, wo ich verbraucht. Du Oder. hast eine Tonne verbraucht. Du hast 11 Tonnen drauf. Achso, 11 Tonnen gehen rein in den Schacht. Okay. Ich wusste nicht gar nicht, wie viel da reingehen. Wir haben uns gerade das Doppelmühlwerk gekauft, ne? Ja. Jetzt ist eins rausgekommen, das direkt das Schwad ablegt. Ja, okay, so sonst. Also das kannst du halt einstellen, ob auf Schwad oder auf Breitablage. Weil wenn du nur so Gras kurz machst, dann ist ja eigentlich Schwadablage besser.
Nee, aber, ne. Ja gut, du kannst halt noch kurz mit dem Schwager drüber fahren, aber oben auf der Wiese wäre es halt schon praktischer, weil da mit dem Schwager immer drüber zu gucken. Gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Gebt mir wieder ein Like, Abo und ein Kommentar. Schaut natürlich beim Ausland vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao.